Die erste Höhle, und das ist die Höhle, die man aus dem Trailer kennt. Und es gibt Rotomurf. Und Fleckneul. Und mein Gott, hier gibt's... Was ist da gerade vor uns weggefahren? Da ist gerade irgendwas vor uns weggefahren. Ich habe es leider nicht gesehen. Ach, und guck mal hier. Kieselsteine gibt's auch wieder. Okay, hätte mich auch gewundert, wenn sie die rausgenommen hätten wegen der... Halt, stopp! Also über die Gleise gehen, das ist jetzt sehr schlechtes Vorbild für Kinder und Jugendliche. Das finde ich gar nicht geil. Da ist ein Item. Ein Beleber. Alter, wie viele Beleber werden einem hier zugeworfen? Wieso gehen die davon aus, dass man all seine Pokémon ständig umlegt? Mein Partner und ich sind ein Dreamteam, sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf. Dann hau mal raus, was du hast, Dirk. Dein Bart sieht merkwürdig aufgemalt aus. Okay. Volley vorne zu haben ist jetzt nicht unbedingt das Smarteste. Vielleicht sind wir ja langsamer. Nein, wir sind nicht langsamer. Dann ist das Match aber richtig kacke für uns. Es sei denn, er hat Bruchrüstung. Weil dann ist er jetzt schneller als wir und hat weniger Defensive. Was heißt, der nächste Gegenstoß wird einfach doppelt bis dreifach so viel Schaden machen. Er ist immer noch langsamer. Kiesling hat einfach gar keine Initiative. Der hat einfach keine... Wofür hat der Füße? Wofür hat der Füße? Das ist meine Frage. Komm schon, Wolli, jetzt bist du langsamer. Ich glaube an dich. Sehr schön. Aber ich glaube, es wird immer noch nicht für den K.O. reichen. Ganz knapp, weil er halt gerade leider den Härtner eingesetzt hat, ja. Traurig, traurig. Aber gut. Ich glaube an Wolli. Wolli wird dieses Kiesling besiegen. Ja gut, wäre auch irgendwie traurig. Es ist eigentlich schon traurig genug, dass wir so viele KP verloren haben an einem Kiesling. Aber lassen wir das. Lassen wir das. Ich habe gar nicht geguckt. Okay, alles easy. Erfahrungspunkte. Neues Level für Rädchen. Gut, da die ja jetzt... Okay, das war nicht ganz so traumhaft. Offensichtlich Gesteins-Pokémon und Boden-Pokémon haben werden, würde ich sagen, schmeißen wir mal wen anders nach vorne. Und zwar den guten Kamehame. Haps. Und wir müssen auch noch den Superball runternehmen von unserem Turbomar. Warte mal, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. So, danke. Oh mein Gott, ich bin retarded. Zoom bitte nach unten rechts. Ja, wie kann man wohl die PC-Boxen? Mann, ich bin so ein Retard, ne? Also wirklich. Wie konnte ich das nicht übersehen? Nicht sehen? Wie konnte ich das nicht sehen? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das gehen soll. Und dann ist in den Einstellungen bestimmt auch jetzt die Möglichkeit, den Sound zu regulieren. Ja. Es ist halt irgendwie weird, dass man ein Item bekommen hat, damit Einstellungen hinzukommen, aber das hätte ich beides echt sehen können. Jetzt mal ernsthaft, wieso habe ich das nicht gesehen? So, da ist noch ein Item-Set. Gerne. Die Höhle sieht ein bisschen merkwürdig aus von der Textur, aber irgendwie schon ziemlich cool. Aber auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, als hätte man da mehr versucht, als die Konsole eigentlich kann. Leider. Aber es sieht sehr, sehr cool aus. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier oben und hier ist ein TM. Felswurf. Können wir das vielleicht unserem... Ja, wobei, ist eigentlich gar nicht so geil, ne? Ich wollte gerade gucken, ob wir das Rädchen beibringen können, aber ich glaube, da ist mir Katapult fast lieber. Es sei denn, die haben die Stärke von Felswurf geändert. Das kann ich natürlich überprüfen. Beutel. Wir können generell nochmal kurz durchgehen, was für TMs wir haben. So, generell müssen wir hier erstmal ein paar Noise wegmachen. Na, wie gesagt, das triggert mich sonst zu hart. Stimmt, die Wundersaat können wir auch nochmal an Chimkek geben. Den Seidenschal geben wir Rädchen. Rädchen. Die Schattenbrille können wir Kamehameha Hubs geben für den stärkeren Biss. So, Gegenstoß, Sternschauer, Zauberschein kann keiner lernen. Triplette kann keiner lernen, Samenbomben kann keiner lernen. Energiefokus juckt mich nicht, Felswurf. Nee, da bleiben wir bei Katapult.
So, weiter geht es. Tiefer in die Höhle. Über die Gleise läuft man trotzdem nicht. Was ist das hier für ein Vorbild? Hallo? Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Ich weiß nicht, es wirkt eher für mich, als würde man damit Zeit verlieren, weil in der Zeit, wo man trainiert, kann man natürlich nicht arbeiten, ne? Aber okay, ein Praktibalk. Das Kamehameha-Hubs halt gar nicht der Ansprechpartner. Da müssten wir eigentlich auf unser 200-IQ-Insekt oder 200-IQ-Sekt gehen. Der kann da vielleicht was machen. Klaps. Klaps müsste ja eine Normalattacke sein, ne? Die wird natürlich dann wehtun. Das war ein Crit. Die Defensive von dem Ding ist gar nicht so bad, glaube ich. Also dafür, dass Zensekt angeblich so useless ist, wir haben es ja nie im Kampf probiert, scheint Kada, heißt es so, nicht schlecht zu sein. Also wirklich, so gar nicht schlecht. Oh, das ist natürlich ungünstig. Ja, aber guck mal, wir stecken das trotzdem weg. Das war eine sehr effektive Attacke. Auch wenn es kein Stab war. Wir haben das einfach weggesteckt, das ist ziemlich nice. Gut, damit haben wir Praktibalk besiegt. Hat sie noch einen Mon? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Turbo mal wird Level 17 erreichen. Sehr schön. Ich frage mich auch, wann sich dieses Kader nochmal, ob sich das nochmal entwickelt und wann sich das dann nochmal entwickelt. Weil es ist ja so, dass Käfer-Pokémon sich sehr, sehr früh entwickeln. Von daher haben wir halt auch die Chance, dass es sich sehr früh nochmal entwickelt. Und da bin ich sehr gespannt, wozu es wird. Weil der Unterschied von Zensekt zu Kader war halt, oder Karada? Ich muss gleich nochmal nachgucken. War halt schon enorm. Und die Frage ist dann, wie sieht die nächste Entwicklungsstufe aus? Sieht das dann nochmal komplett anders aus? Das kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Da bin ich schon, da habe ich schon Bock drauf. So, erstmal reicht wieder Level 16. Sie hat noch einen Praktibalk. Okay, da müssen wir jetzt austauschen. Oder heilen? Wen hätten wir denn noch dagegen? Ja, Chimkek wird das schon regeln, oder? Haben wir dieses wundervolle Mon überhaupt schon mal eingesetzt? Es ist immer noch so traurig, diese Gewürzgurke, Alter. Wieso haben wir jetzt eine Gewürzgurke im Team? Ich bin so verwirrt. Rasierblatt. Ich hoffe, die nächste Weiterentwicklung sieht irgendwie cool aus. Sonst hasse ich mich wirklich dafür, dass ich unser wunderschönes Chimpep entwickelt habe, weil es war so süß. Das ärgert mich immer noch. Das ist schon 2 Folgen her oder so. Mann. So, Larissa ist besiegt. Das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Dass dreimal Praktibalk ein scheiß Team ist, da hätten wir nicht für kämpfen müssen. Das hätte ich dir auch so sagen können. So, erstmal kurz Bericht. Das ist ein Karada. Kada? Kerada. Ah, okay. Kerada. So, ich möchte das gerne heilen. Wir haben doch irgendwo noch Tränke, ne? Die sollten wir eh langsamer benutzen, sonst sind die eh useless. Weil bald haben unsere Mons eh viel mehr KP als 20 und dann bringen uns die Tränke auch nichts mehr. Von daher kann ich die jetzt auch mal ein bisschen großzügiger anwenden. Oh, noch eine TM. Grimasse. Na gut. Das ist jetzt nichts, wo ich mich großartig drüber freue. Ist zwar cool, eine TM-Grimasse zu haben, aber werde ich wahrscheinlich erstmal nicht benutzen. Ach, guck mal, hier gibt es auch Praktibalk wirklich zu fangen. Macht natürlich wieder Sinn. Und Fleckneue. So, schönen guten Tag. Haben Sie auch wieder Praktibalks? Ich arbeite hart und dasselbe erwarte ich auch von meinen Pokémon. Okay, das klingt so, als hätten Sie Praktibalks. Es ist ein Dickda. Oh, Dickda gibt's auch. Und es ist süß wie immer. Wie es rumhoppelt. Das ist einfach sweet. So, trotzdem kriegst du eine Aquaknarre ins Gesicht. Auch wenn ich gerade überlege, vielleicht wäre der Biss besser gewesen. Weil Titankiefer, Schattenglas und ein höherer physischer Angriff. Ich habe das Gefühl, der Biss wäre besser gewesen. Oh mein Gott, das erstaunt uns! Oh wow, wir sind sogar wirklich zurückgeschreckt. Das ist natürlich traurig. Kingstein Erstauner. Garantiert. Die neue Competitive Strat. Ich sehe das schon. Kingstein Erstauner Dickda. So, haben wir ein Level-Up-Verrätchen? Nein, leider noch nicht. Was kommt jetzt? Ein Rotomurf. Okay, jetzt können wir einfach mal den Biss ausprobieren. Alter, was ist mit seinen Augen los? Der Junge ist ja komplett auf irgendeiner Substanz. Der ist richtig auf irgendwas. Der hat sich was gegönnt. So, Biss macht guten Schaden. Also wirklich. Aber ob es wirklich stärker als Aquaknarre ist? Ah!
ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wir kriegen auf jeden Fall ordentlich was mit, ey. Die Trainer sind echt auf unserem Level. Das ist so gut. Normalerweise bist du in solchen Situationen immer überlevelt eigentlich. Und jetzt sind die wirklich auf unserem Level, obwohl wir diesen EP-Teiler automatisch haben, den ich nicht ausstellen kann, ne? Was halt super insane ist. So, wir haben Dampfantrieb. Brauchen wir da eine Steinpolitur? Ich weiß nicht. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich häufiger benutzen als Rauchwolke, also weg mit der Rauchwolke. Aber, naja. Deine Pokémon würden sich hervorragend in meinem Team machen. Das mag sein. Aber du kriegst sie nicht, denn sie sind mein. Mann, ich drücke immer Y, ne? Ich muss mich vielleicht auch dran gewöhnen. So, wir heilen natürlich dann erstmal wieder Kamehamehaps. So. Einen Trank sollte ja erstmal reichen. Wir wollen den jetzt nicht verschwenden. So viel Geld haben wir ja dann doch noch nicht. Okay, hier sind Flecknolls. Die könnte ich wahrscheinlich mit Pfeifen zu mir holen. Da unten sehe ich nichts allzu Interessantes. Hier ist ein Praktibalk. Da ist schon wieder was vor uns weggefahren. Was fährt da immer vor uns weg? Ich kann mir vorstellen, dass das die Weiterentwicklung von unserem Rädchen ist. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, ne? Clonkett. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Weiterentwicklung von Clonkett ist. Weil es fährt auf Schienen und es sieht irgendwie so ein bisschen steinig aus. Könnte ich mir gut vorstellen. Bin ich mal gespannt. So, was hast du denn? Hast du einen Flecknoll? Das haben wir noch nicht gesehen bei Trainern. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Und was finde ich? Ein Trainer. Ja, das ist witzig, weil hinter ihm ein Item liegt. Hahaha, Emil ist so doof. Okay, ein Clonkett. Gegen unser Kamehamehaps, unser Überbiss Kamehamehaps. Wir sind tatsächlich schneller, aber der Dampfantrieb wird es jetzt halt verschnellern. Oh, es hat keinen Dampfantrieb. Es hat eine andere Fähigkeit. Das ist interessant. Die Frage ist, welche? Ist sie vielleicht besser als Dampfantrieb? Haben wir die falsche Fähigkeit auf unserem Clonkett? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erreicht Volley Level 16 und versucht Doppelkick zu lernen. Ja. Das wäre ziemlich cool und gefällt mir besser als Imitator, weil dann haben wir was gegen Stein- und Stahl-Pokémon. Das finde ich gut. So, dann haben wir den auch weggeklatscht. Mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt rumreißen können. Nein. Vergiss es. Vergiss es. Ein paar Plateauschuhe? Der Träger wird nicht mehr durch Fallen und andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Was? Muss ich die anziehen? Oder sind die jetzt einfach da? Oder ist das ein Item für meine Pokémon? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Basis-Item. Okay, erstmal Fluchtseile sind jetzt Basis-Items. Das ist sehr interessant. Und wo sind jetzt diese Plateauschuhe? Hier. Das hat irgendwas mit dem Training zu tun anscheinend. Ich kann die wem geben. Wait! Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das muss ich googeln. Das muss ich googeln. Okay, ich habe leider nichts dazu gefunden im Internet. Aber wenn es wirklich das ist, was ich denke, dann schützen diese Schuhe vor Tarnsteinen und so. Und dann ist das ein insane geiles Item. Weil es ist nicht OP, aber für sowas wie Ramo oder der Glurak ist es einfach super nice to have. Leute, ich freue mich schon übelst aufs Competitive in diesem Game. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Es gibt hier Dicta. Es wird immer besser und so viele coole Neuerungen. Vor allem, das Item ist so simpel, aber so genial. Da habe ich nie dran gedacht, dass es mal so ein Item geben kann. Aber es ist so ein cooles Item. Wirklich cool. Ach, und guck mal, da ist Mr. Grumpy Cat. Ich weiß nicht, ob es ein Mister oder Mrs. ist. Willst du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Ja, dann, fick ich dich halt weg! Gut, dass meine Videos nicht als für Kinder gekennzeichnet sind. So, dann heilen wir ihn erstmal hoch, weil er einfach unser Frontleader ist. Und schauen mal, was Mister, wer auch immer das ist, zu bieten hat. Ist es überhaupt ein Kerl? Ich weiß es nicht. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig.
Jetzt hör mal gut zu. Der Ligapräsident ist tausendmal wichtiger als dein scheiß Champ, kapiert? Ich hab die Empfehlung vom Ligapräsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit gerne jetzt im Kampf. Ja, der ist auf jeden Fall ein sympathischer Boy. Betis. Weißt du, was du bist, Betis? Ein Beta. Boom! Wrecked! 1-0 für Hamster. Monozyto? Bruder, Lead predicted. Friss diesen Biss. Ja, ich fress diese kleine Monozyte einfach auf. Easy. Ha! Gar keine Chance. Der Boy hat keine Ahnung. Der Boy hat keine Ahnung. Ich muss meinem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Können zu beweisen. Ja, hör auf zu labern, Alter. Du hast keine Ahnung. Du bist halt schwächer als die Trainer, die hier waren. Alter, ein Psychotrainer. Biss? Was willst du tun? Hä? Schickst Psycho-Pokémon in Biss rein, Titan-Kiefer-Schattenglas? Hä? Hä? Easy Level Up für meinen Starter. Ja, versuch jetzt mal Kreideschrei zu erlernen. Hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Warum hab ich überhaupt Ja gedrückt? Ja, komm, zeig mal dein Lied. Zeig mal dein Bestes. Hab ich mir nur dabei gedacht. Lass mich die Sache einfach schnell beenden. Mit einem Primova? Was ist das? Was ist das? Okay. Es ist wahrscheinlich ein Psycho-Pokémon, weil es hat erschaudert und er ist scheinbar ein Psychotrainer. Aber was ist das? verstehe. Na, was soll's? Ich hab auch nicht ernst gemacht. Du bist ein Lappen. Sieh's ein. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien. Und ich vergesse nichts. Bruder, du hast ein Pokémon mit einer Attacke gesehen. Du kennst all meine Strategien. I surrender! Weiße Flagge! Sollten wir uns hier in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei. Ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Okay, hau rein. Wenn ich dich nicht mehr sehen muss, sind wir beide glücklich. Ein Säckchen Sternenstaub. Oh, schön. Ein bisschen Geld. Ist hier noch was versteckt? Nein. Das war schon die Mine anscheinend. Einerseits ein bisschen schade, weil ich wüsste gerne, was für Dinger hier... Oder war er es, der die ganze Zeit vor uns weggefahren ist? Das kann natürlich auch sein, aber das würde ich gerne nochmal schnell überprüfen. So, der Plan ist, wenn ich jetzt neu in die Höhle reingehe, passiert es vielleicht nochmal. Aber ja, das sieht nicht so aus. Ja gut. Oh, da ist es. Da ist es. Oh ja. Ich fang dich. Ich fang dich. Kleiner Scheißer. Okay, wir haben noch eine Chance. Ich kann nicht beim Laufen pfeifen, ne? Okay, Freundchen. Ich krieg dich. Aber das sieht mir schon ein bisschen nach der... Oh, hier ist kein Item, ich dachte. Aber hier liegt noch was. Ein Äther. Der ist nicht schlecht. Das sieht mir schon ein bisschen nach... der Weiterentwicklung von... Klonkett aus. Könnte ich mir vorstellen. Okay, wir wollen ja nach Turfield. Das ist ja unser Ziel. Und das hier ist Route 4. Ach, bist du die Schwester vom Pokémon-Center-Mädchen? Ach, genau. Also können wir hier auch unsere Pokémon heilen. Das ist ganz, ganz fancy eigentlich. Teufel ist auch nicht mehr weit weg. Ja. Oh, das ist die Stelle, die habe ich im Trailer gesehen. Die sieht so gut aus. Oh mein Gott, ich meine, schaut euch das an. Das Stadion da hinten. Ultra geil. Diese ganzen super saturated Weizenfelder. Super geil. Meine Fresse, sieht hier gut aus. Ich liebe dieses Spiel. So, dann haben wir 5 Beeren, das ist ganz gut. Die schnappen wir uns mal schnell, falls wir nochmal was kochen müssen. Oh, da liegt... Der ist ein kleines Kind. Ich dachte, der ist ein Pokémon. Durch gemeinsames Spielen und Kochen im Pokémon-Camping werden Pokémon zutraulich haben. Wenn du Lust hast, kannst du ja in meinem Pokémon-Camp mal einen Besuch abstatten. Schauen wir auch hier mal rein, was die so für Mons hat. Das ist das Pokémon... was wir in dem Café gesehen haben. Ist das das Kumil oder wie das hieß? Ein Kamehaps, ein Pikachu, ein Trassler, ein Bronzel. Ah, vergessen. Fleckneul.
und Semi-Evoli. Also in Evoli-Mensch.